Was geht ab, meine Seafighter Hose hier, und willkommen zu meinem Time Travelers Team. Wir gucken uns heute mein Time Travelers Team an und tun natürlich das Team dann showcasen mit dem neuesten Charakter, der Leader der Time Travelers Kategorie, in Goku Black. Er ist ja in der Stelle auf Level 120. Ich habe keine Dupes bei ihm, sitzt dementsprechend auf 55% im Dupe System. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns mal alle Informationen zu ihm an. Er ist wie gesagt der Kategorie-Leader der Time Travelers. Dieser Kategorie gibt er Ki plus 3 HP Attack mit 150% oder Extreme Int Charakterin Ki plus 3 HP Attack mit 90%. Mit seiner Super Attack tut er greatly seine Verteidigung erhöhen, und das stackt sich jedes Mal, wenn er seine Super Attack startet, erhöht er seine Verteidigung greatly, heißt es vorerst mit dem Multiplayer, und macht immense Damage. Die Sache ist jedoch bei den Multiplayer-Freunde, aus den jüngsten Ereignissen wissen wir ja, ich meine ja, aktuell wird bei den Übersetzungen gelistet, bei den japanischen Übersetzungen, dass er auch nicht transformiert, greatly seine Verteidigung erhöht. Wir wissen aber, wie gesagt, aus den jüngsten Ereignissen, wie beispielsweise bei Full Power Goku oder Evo Vegeta, dass diese Multiplayer, die Übersetzungen, vielleicht nicht ganz stimmen könnten, sobald sie auf Global kommen. Weil sobald sie auf Global kommen, haben wir dann die wirklichen Multiplayer. Und diejenigen, die das quasi übersetzen, die machen natürlich den Job gut, so ist nicht. Alles gut, ich will nicht gegen die Fronten oder so. Aber dann kommt es quasi anders, wie es eigentlich übersetzt wurde. Nämlich zum Beispiel bei Evo Vegeta, wenn er... Ich habe mich immer gewundert, ich nenne es mal, ich zeig's euch mal bei einem Beispiel. Wenn sich nämlich die Karte transformiert, dann leuchtet alles auf, was sich geändert hat. Und bei Evo Vegeta war es damals auch so, dass sich die Super Attack, nachdem er sich transformiert hat, geändert hat, weil es aufgeleuchtet ist. Auf den japanischen Übersetzungen jedoch hat sich von den Übersetzungen vom Multiplayer nichts geändert. Da stand vor der Transformation dran bei den Übersetzungen greatly lowers death mit der Ulti und danach auch, also nach der Transformation. Aber sobald auf Global kam, wurden wir schlauer, denn da stand dann bei den Übersetzungen massively lowers death. Und das gilt auch für Full Power Goku zum Beispiel. Das meinte ich mit dem Multiplayer und den Übersetzungen. Heißt, ich bin mir nicht sicher, aktuell wird übersetzt, dass sie auch, dass er seine Verteidigung greatly erhöht. Aber dann frage ich mich, warum leuchtet es dann auf, wenn er sich transformiert? Wisst ihr, was ich meine? Also, könnte sein, dass es vielleicht ein bisschen anders ist. Könnte vielleicht sein, dass es seine Super Attack nur erstmal raises death und nach der Transformation greatly raises death. Oder dann noch ein Multiplayer hoch. Massively raises death? Fragezeichen. Da wären wir spätestens schlau, wenn der Boy auf Global kommt. Man kommt auf Global. Ihr kennt die Zeitspanne, Freunde, aktuell 4 Monate. Wir sind ungefähr 4 Monate, haben wir einen Zeitunterschied zwischen JP und Global, was Content anbelangt, es sei denn, er wird vorgezogen oder so. So viel dazu, Freunde. Ganz kurz soll ich das mal sagen, denn das, ja, da wohnen wir quasi aus den jüngsten Ereignissen auf Global schlauer. Aber gut, Passive. Wie funktioniert die Passive? Nicht transformiert. Jedes Mal, wenn er in die Rotation reinkommt, jedes Mal quasi, wenn er im Kampfgeschehen ist, in die Runde reinkommt, bekommt er 40% auf den Angriff. Maximum 120%. Jedes Mal, wenn er angegriffen wird, bekommt er 5% auf die Crit-Chance. Maximum ist 40%. Freunde, 40% Free-Crit ohne Dupe nichts. Allein durch die Passive. Und das nicht transformiert. Das ist übertrieben gut. Und dann tut er sich Transformation, wenn die transformieren, wenn die Bedingungen stimmen. Das gucken wir uns gleich an. Linkskill, oh, Sachen Linkskill, was haben wir hier? Ja, Cold Judgment, Verteidigung plus 20%, das sollte Fear and Fate sein. Dann haben wir hier Nightmare, sollte das sein. Ich habe mir natürlich die Übersetzung im Vorab vor ein paar Tagen angeschaut, oder ich habe ein Video dazu gemacht, deswegen habe ich sie grob noch im Kopf, aber wenn ich die Charakterliste ansehe, dann, oder die Key Linkskills, dann kann ich mir grob quasi denken, was für Linkskills das sind. Also ich kann auch kein Japanisch, nur aus meinen, sage ich mal, Erfahrungen von Dokkan kann ich mir das ableiten. Das zum Beispiel Prepare for Battle Key plus 2. Wo haben wir stehen geblieben? Prepare for Battle. Sorry, dann haben wir Dismal Future. Ganz klar merkt man, Future Gohan, Goku Black und so ist drin. Trunks etc. Big Bad Bosses Logo ist ein Boss dran. Und Fierce Battle. Er ist in der Kategorie in seiner eigenen Time Travelers. Der Dreams Fusion. In Time Travelers, sorry, Potara Kategorie, Realm of Gods und Enhanced Transformation. In diesen Kategorien ist er vertreten. Wie transformiert er sich, Freunde? Ab Anbeginn der 6. Runde, wenn die HP 80% oder drüber sind, transformiert sich der Boy. Dann sieht er folgendermaßen aus. 6 Runden sind ein bisschen viel, aber dass die HP 80% und drüber sein müssen, das ist einfacher, als wenn sie unter 50 sein müssen. So wie bei LA Vegito und LA Gogeta. Was ändert sich? Wie gesagt, immense Damage bleibt. Vielleicht das mit der Verteidigung. Vielleicht ist das erst hier greatly raises death oder vielleicht auch hier massively raises death. Wie gesagt, das wissen wir noch nicht aus den aktuellen Übersetzungen. Er bekommt aber nach der Transformation 150% auf seinen Angriff. 150 geile Prozent, Freunde. Und free. Er hat einfach free, Freunde. Free Dupe, ohne Dupe gar nichts. Nur durch die Passive. Eine 50%ige Chance zu critten.
70%. Das hat Alan Trunks. Und er gibt Extreme Class Verbündeten dann nach der Transformation Ki plus 3. Was ändert sich von den Linkskills? Code Judgment verliert er für Super Saiyan Logo und er bekommt noch Kamehameha dazu. Okay, Freunde. Und Fear and Fate verliert er dafür. So viel zu dem Goku Black. Er ist wirklich eine astreine Bombe. Er ist wirklich ein sehr guter Charakter. Und ich mag es immer mehr, wenn die neuen Charaktere, die rauskommen, overall gut sind. Angriff-Verteidigung. Warum? Denn es ist auch wichtig, zum Beispiel, dass die Charaktere gewappnet sind, die neu rauskommen für Super Bad Road. Ein Charakter aktuell in Dokkan ist meiner Meinung nach gut, wenn er wirklich overall ist. Wenn er für Angriff, wenn er Angriff sorgt, entweder für andere oder für sich selbst. Angriff hat Verteidigung und Key. Denn das ist sehr wichtig für Super Bad Road. Das ist wichtig für die neuen Modi, sag ich mal. Und Charaktere, die quasi nur wie früher zum Beispiel, oder ein Beispiel zum Beispiel, Super Saiyan 3 Zeno Vegeta, der macht richtig viel Schaden, der macht mehr Schaden als Zeno Goku, aber Zeno Goku finde ich an sich einen besseren Unit, weil er macht Schaden, ist tanky und der ist besser gewappnet für Super Battle Road. Also ich bin mehr ein Fan davon, wenn sie die neuen Charaktere eben sowas geben, und Goku Black hat das eben auch. Er erhöht seine Verteidigung durch seine Ulti und das stackt sich, sollte man nicht unterschätzen. 150% auf den Angriff, 50% Crit-Chance und gibt Kipus 3 transformiert für die Verbündeten. Auch nicht transformiert, Osoro, danke dir, kein Ding, mein Freund. Auch nicht transformiert, Freunde, ist er wirklich sehr solide. Deswegen sollte man ihn nicht unterschätzen, auch wenn er nicht transformiert ist. Aber das werden wir uns gleich betrachten. Mein Team sieht folgendermaßen aus, Freunde. Ich habe den Int Goku Black. Ich will ihn in einer Rotation lassen mit Fusion Zamasu. Warum nicht mit Rosé? Wenn er sich transformiert, Freunde, dann kann man ihn mit Strength Rosé in einer Transformation lassen. Auch wenn sie den Namen selben teilen. Aber das ist wegen der Transformation bedingt. Sie linken sich dann auf jeden Fall. Jedenfalls, warum halte ich ihn nicht mit Rosé? Weil ich Rosé mit LSL halten will, weil Rosé gibt LSL Ki plus 3 durch die Pads an sich. Wir haben hier den Supporter Cell, der gibt für Extreme Class Verbündeten Ki plus 3 LSL 25%, hielt sich um 7% at Start of Turn, hat ein Ziel auf die Ulti und Supreme Timer, geil, habe ich auch noch ziehen können auf jeden Fall. Die hat auch ein Ziel am Start, sie gibt jedem Verbündeten Ki plus 3 Attack und 20%. Gibt jedem Verbündeten 7% Crit-Chance und hat eine hohe Chance, dass sie zusätzlich auf den Angriff 20% gibt oder eine hohe Chance, dass sie auf die Verteidigung 20% zusätzlich noch drauf gibt. Goku Black, Freunde, wegen, er hat ja an sich schon auch nicht transformiert Free Crit, also könnte man bei ihm auch vielleicht ein bisschen mehr auf Additional Attack gehen, da würde man nichts falsch machen. Zum Beispiel 15 Additional Attack, 6 Crit oder 12, 9 oder sowas. Könnt ihr euch auf jeden Fall aussuchen, aber ein bisschen mehr Additional Attack kann man auf jeden Fall gehen. Wenn ich die Wahl der Wahl hätte, Freunde, wenn ich, sage ich mal, alle Charaktere hätte, wie würde vielleicht dann mein Team aussehen für die Time Travelers? Ich finde die Kategorie wirklich sehr gut. Die Kategorie ist, da sind zwar viele Charaktere, auch wie von Potara zum Beispiel, Potara Dream of Gods bisschen und Future Kategorie, aber sie hat ein bisschen mehr. Und sie hat nicht nur ein bisschen mehr, sie hat ein bisschen viel mehr. Und das finde ich, das ist geile. Und Full Power Bojack ist hier drin, LSL ist drin. An sich sind Charaktere drin, mehr oder weniger, die Xeno-Charaktere, die durch Zeit und Raum gereist sind, mehr oder weniger, wenn ich das so sagen darf. Super Saiyan 3 Bardock ist drin. Freunde, ich finde die Kategorie wirklich sehr gut, sehr facettenreich. Hätte ich quasi alle Charaktere, wie würde mein Team vielleicht aussehen? Strength Rosé in einer Rotation mit LR Rosé. In Goku Black in einer Rotation, da würde ich mir einen Rotationspartner vielleicht aussuchen. Der Dreams wäre, wenn in Zukunft ein LR Fusion Zamasu kommt, Freunde, dann würde ich den In Goku Black mit LR Fusion Zamasu in einer Rotation halten. Warum sage ich in Zukunft? Denn in den LR-Wahlen, da war ein Kandidat davon. Also könnte es sein, dass in Zukunft vielleicht ein LR Zamasu kommt. Und wenn der kommt, würde ich ihn in einer Rotation halten zum Beispiel. Man könnte aber auch halten, auf jeden Fall, LR Trunks mit LR Vegito Blue in einer Rotation und in der anderen Strength Rosé mit LR Rosé zum Beispiel. Da gibt wirklich viel in der Kategorie. Er ist aber auch sehr gut aufgehoben in der Future-Kategorie zum Beispiel. Apropos Future-Kategorie, die komplette Future-Kategorie von Future Gohan ist in den Time Travelers. Also das ist, das Future Gohan hat dann, das ist richtig so gegen Future Gohan. So. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Future Gohan, sage ich nur, rest in peace an der Stelle. Oder er ist in Dream of Gods gut vertreten oder in Potara zum Beispiel auch. Wir werden ihn aber in seinem Team showcasen, Freunde. Dann würde ich sagen, wir haben schon ein bisschen zu viel gebabbelt. Lasst uns das Team nehmen und in ein Event gehen und dann mal das Team uns anschauen auf jeden Fall. Bis gleich. Alles klar, Freunde. Und wir sind im Dokument vom Int Goku Black. Ich habe ein Headset aufgezogen. Warum? Denn ich mache das eigentlich nicht oft, aber ich habe hier mal den Soundtrack des Spiels laufen lassen. Ich lasse den Soundtrack des Spiels laufen, Ingame-Sound. Warum? Denn wenn sich Goku Black transformiert, dann kommt ein richtig geiler Soundtrack. Das soll ich euch auf jeden Fall zeigen lassen. Dementsprechend so viel dazu. Ansonsten, Freunde, wie gesagt, Int Goku Black wirklich overall ein sehr starker Charakter. Sollte man echt nicht unterschätzen, auch vor der Transformation. Das Gute an ihm ist nämlich, wie gesagt, er ist sowohl offensiv als auch defensiv. Und das Gestörte ist,
er bekommt noch eine Crit-Chance. Einfach eine Free-Crit-Chance von seiner Passive aus, auch nicht transformiert. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Und von sowas bin ich eben immer mehr ein Fan davon geworden, wenn gerade die sowohl offensiv gut sind, als auch defensiv. Das finde ich einfach viel besser, eben wie ich das vorhin besprochen habe. Falls ihr euch fragt, Freunde, falls ihr euch fragt, dieser Goku Black hier, der wurde damals geleakt, sein Artwork. Der wurde als World Tournament Preiskarte geleakt von den Leakern zur 250 Millionen Download Celebration. Im JP kommt demnächst ein World Tournament. Wir wissen aber nicht, ob das auch die World Tournament Preiskarte ist. Das wissen wir nicht. Was wir wissen bis dato ist einfach nur, dass er ein Endgegner ist, also ein Bossgegner hier in dem Event. Was? Über 1 Million schon? Der kam nur einmal rein. Heißt, der hat nur 30% Angriff. Was? Das war beide bei der Friend. Friend hat einen Dupe. Aber habt ihr es gesehen? Der kam, glaube ich, nur einmal rein. Das war sein allererster Auftritt und hat schon 30... Und über 1 Million kam er schon. Okay, wir hatten Big Bad Boss getriggert und Supreme Time of Guile war da. Aber das gehört dazu. Das gehört zur Synergie des Teams dazu. Krass. Eigentlich wollte ich Cell mit Strength Rose in einer Rotation lassen, aber ich mach das nicht. Ich lasse Goku Black, weil das sieht viel geil. Ich kann das nicht. Der muss auf jeden Fall drin sein. Freunde, stellt aber auf jeden Fall in Goku Black dahin, wo er angegriffen wird, damit er schon nicht transformiert seinen Crit aufbaut. Guck mal, wie gut der jetzt schon tankt. Und der hat vielleicht nur einmal, der hat glaube ich nur einmal einen Super Deck gestartet. Das ist die Zeit hier jetzt. Und hier hat jetzt 80% der hier. Oder kam, nee, der kam glaube ich nur, nein, der kam noch gar nicht rein. Der war aus der Rotation. Heißt der Friend, der war glaube ich vorhin schon zum zweiten Mal drin, Freunde. Ihr werdet auf jeden Fall schlauer sein, ich auch, wenn ich das editiere. Aber ich glaube, der Friend, der war schon zweimal drin. Weil 1,1 Millionen beim ersten Auftritt, das wäre schon richtig krank. Wir werden auf jeden Fall, ich werde bei der Editierung schlauer, ihr werdet es beim Ansehen auf jeden Fall schlauer. Aber wie sieht es denn jetzt aus? 181.000. Krass. Was ich auch beobachten werde, ist, Freunde, das hier, die Verteidigung der Goku Blacks. Der Friend hat jetzt 77.000 und Leader, also ich selbst 49.000. Warum achte ich darauf? Denn aus dem Test ist mir mal was aufgefallen. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, ob sich die Stacks abbauen, wenn er sich transformiert, seine Verteidigungsstacks. Weil auf einmal hatte der weniger Verteidigung nach der Transformation als vor der Transformation. Darauf werde ich auch gleich achten. Aber gut, wie gesagt, stellt ihn dahin, wo er viel Angriff bekommt. Schaut mal, was er tankt. 1,2 Millionen. Okay, das sollte ja, der von vorhin sollte auch, das sollte sein zweiter Auftritt gewesen sein. Mit 30% über 1 Million wäre zu gestört. Es sei denn, es so passiert, ohne Spaß. Ich werde bei der Editierung spätestens schlauer und ihr dann beim Anschauen. Ich habe einfach nicht drauf geachtet, so im Hype bin ich, so im Goku Black Hype bin ich. Und so im Hype bin ich von dem Charakter, weil der ist einfach warum sage ich offensiv? Offensiv als auch defensiv wirklich gut, Freunde. Guck mal, was der tankt. Krass, zu gestört. Fusion Zamasu auf der anderen Seite, der ist nur offensiver Natur. Heißt, das ist ein Charakter, der würde viel Schaden nehmen. Bei Dokumentz wäre das nicht so tragisch. Wenn man ihn mal falsch positioniert, kann man viel Schaden bekommen. Aber deswegen bin ich von Charakteren, die mehr ein Gesamtpaket sind, immer mehr ein Fan davon. Und heißt auch neue Charaktere willkommen, die mehr oder weniger ein Gesamtpaket sind. Sowohl offensiv als auch defensiv. Zum Beispiel für wichtige, schwerere Modi, wie Super Battle Road zum Beispiel. Okay, der hat jetzt 67.000. Der Freund hat 112.000 hat der Friend. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns transformieren demnächst. Deswegen poppe ich mal hier einen Wiz auf. Weil ich will das auf jeden Fall beobachten. Und geil wäre auch, wenn die einfach mal hinzufügen würden. Hier eine Rundenanzahl oben rechts oder so. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Also jetzt passt mal auf. Der Friend hat 112.000. Das merke ich mir. Der kommt nächste Runde rein. Verteidigung, wohlgemerkt. Ob sich das abbaut oder nicht. Der hielt sich erstmal okay. Wir tanken jetzt, guck mal, wie wir tanken. Das ist doch so geil. 1 Million nur bisher. Ja, weil wir haben keinen Big Bad Bosses. Aber der sollte auch schon. Entweder ist der zweimal drin oder das ist sein dritter Auftritt. Krass. Wirklich erstmal sorry dafür, dass ich gerade nicht darauf aufpasse. Aber bei der Editierung werde ich auf jeden Fall schlauer. Und Supreme Time of Guile sollte man euch unterschätzen, ne? Die ist wirklich ein sehr guter Supporter. Sei es hier in dem Time Travels Team, in Portara oder Dream of Gods. Ist wirklich sehr gut aufgehoben. Oder an sich Hero Team, Super Tech etc. Hört euch jetzt die Melodie an. Hört euch den Soundtrack an. 112.000 hat eine Verteidigung, richtig? Richtig. Jetzt bin ich gespannt, wie viel hat er jetzt. Es ist so godlike. 66.000.
Das baut sich ab, wie es aussieht, Freunde. Heißt, nach der Transformation verliert er seine Stacks. Das baut sich ab. Ich meine, guck mal. Der war vorhin nicht in der Rotation. Da hatte er 112.000 Verteidigung. Jetzt ist er in der Rotation und hat nur 66.000. Ich werde mir selbst das jetzt noch merken, dass er jetzt 66.000 hat, beziehungsweise wird er ein bisschen mehr haben, weil er dann noch ultet. Aber der andere, der sollte sich die nächste Runde auch transformieren, der hat 250.000. Okay. Ich achte jetzt mal einfach krass explizit drauf, Freunde, weil ich das wissen will. Ich meine, man lernt nie aus. Das wäre mir nämlich jetzt neu, dass er nach der Transformation seine Stacks verliert. Und da würde sich zum Beispiel mir auch die Frage stellen, ist das bei Ultra Instinct Goku auch so, dass er nach der Transformation seine Angriffstacks verliert? Darauf habe ich nie geachtet, wie gesagt. Aber da wird man schlauer, wie gesagt. So viel wie gesagt, wir gönnen uns mal die krasseste SA, die es aktuell gibt in dem Spiel, meiner Meinung nach. Leider kein Crit. Der hat nämlich jetzt 150.000%. Was? 150.000. Oh mein Gott, Freunde, sorry, ich bin gerade so was von weg wegen dem ganzen Goku Black und seinem Hype. 150% Angriff hat er durch die Passive und 50% Crit Shots. Einfach so free Dupe, ohne Dupes, du brauchst nicht mal Dupes. Und Keep Plus 3 für jedermann. Der ist sowas von ein Gesamtpaket. Ich liebe das an Goku Black. Okay, der hat jetzt 57.000. Jetzt gerade zum Mittel sich, jetzt gucken wir mal. Ausrotation waren es, glaube ich, 57.000. Ne? Ich habe 57.000 im Kopf gehabt. Waren es 57.000? Oh mein Gott, Freunde. Ihr merkt es. Und zwar. Jetzt hat er 92.000. Jetzt ist halt. Ja, jetzt habe ich nicht richtig drauf geachtet. Okay, natürlich, ich meine. Ey, das ist jetzt komisch, um ehrlich zu sein. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ist das, weil ich mit Rosé vielleicht gepaart hatte? Ah, nee, das ist rigged. Der hat jetzt mehr, weil wir noch Strength Rosé haben. Der geht nämlich auf die Verteidigung 50%. Ich glaube, bei dem Rosé konnten wir das beobachten, Freunde, dass ich abgebaut hatte. Weil da hatten wir nicht Strength Rosé drin. Wir hatten zwar einen Supporter drin. Hatten wir letzte Runde Supporter? Nee, wir hatten letzte Runde keinen Supporter. Wir hatten LSL in der Rotation. Und da haben wir es, glaube ich, gut gesehen, dass er abgebaut hat. Selbst wenn wir einen Supporter hätten, waren wir trotzdem unter 112.000 wie vor der Transformation. Wisst ihr, was ich meine? Darauf kommt es an. Und ich meine, also lasst mich wissen, weil ihr habt es jetzt quasi jetzt im Prinzip auch beobachtet. Ich meine, das baut sich ab, um ehrlich zu sein, nach der Transformation. Die Stacks bauen sich, wie es aussieht, nach der Transformation ab. Naja. Weil, ich meine, er hatte vor der Transformation 112.000 Verteidigung. Und er war aus der Rotation, also da war nichts geboostet durch Support oder so. Das war seine reine Verteidigung. War das gerade 1,9? HDF. Und ja, das war nicht geboostet und so. Und selbst in der Rotation mit Linkskills und so, Supporter war nicht da drin, aber umso besser, hat er weniger. Also eigentlich sollte er sich das abbauen. So wie wir das beobachten konnten. Es sei denn, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen, ja, nicht bei mir. Es sei denn, ich habe da irgendwas falsch gemacht, Freunde. Aber dann seid ihr in den Kommentaren auf jeden Fall da und lasst es mich wissen oder euch gegenseitig. Genau, 79.000, siehst du? Ja. Also bei dem hier konnten wir es auf jeden Fall gut. Warte mal. Hatte der 1,9? Das war nämlich meiner. Der hatte kein Dupe, gar nichts und der hatte 1,9. Okay, natürlich hat Rosé ihn davor mit seiner Ulti geboostet. 2 Millionen! Der hat jetzt einen Dupe, aber trotzdem. Oh mein Gott. Komm schon, hau den mit dem Crit raus. Geilste Essay ever. Freunde, so viel zu Goku Black. Ich hoffe, das Ganze hat gefallen zu meinem Time Travelers Team. So viel gibt es zu dem Team und dem Charakter zu sagen, wie gesagt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my word. You a man, bro, don't you cry.